Moin, jo, heute mal wieder eine Vorstellung zu einem GeoKnife-Modell. Alles, was ich bisher von GeoKnives hatte, war rein von der Qualität jedem Kubi ebenbürtig. Also diese typischen G10-Modelle von Kubi. Hier haben wir jetzt das Geo2101D. In grüner G10-Griffbeschalung gibt es, glaube ich, noch mit anderen, in anderen Farbvarianten. Und dann halt diese modifizierte Sheepfoot-Klinge mit einem mattierten Klingenspiegel, flach geschliffen auf knapp unter 0,5 mm Material hinter der Faser, um die 3 mm, ich glaube 3,2 an Klingenstärke. Razor Sharp, also wirklich sauscharf kam das ab Werk. Ganz knackiger Detent, blitzsauber eingestellter Liner Lock bei diesem Modell. Das ist bei Kubi Knives und halt auch bei Geo jedes Mal bisher top gewesen. Und halt der Preis hat mich so sehr gelockt. Ich fand das Design sehr ansprechend. Diesen Stachel habe ich mir des Öfteren angeguckt. Ich glaube, Bezug war bei Amazon, da hatte ich den gekauft. Und ich glaube, ich hatte unter 30 € dafür bezahlt. 27, 28 € und ja, wurde mal wieder nicht enttäuscht. Durch diese kleine Schräge hier hinten passen auch größere Hände ganz gut drauf. Wir haben Deep Carry, also einen tief sitzenden Clip, leider nicht im Griff versenkt. Das wäre natürlich noch richtig Zucker gewesen, aber auch so ganz nett, ist umsetzbar. Wir haben große Achter-Torx, schön versenkt in der Griffschale, Achter-Torx auch an der Achse. Dann haben wir hier noch einen schwarzen G10 Backspacer, der es ermöglicht, noch einen Fangriemen, Lanyard anzubringen, auch in schwarz gehalten. Ja, und das Teil von vorne bis hinten überzeugt das einfach. Also nicht nur, dass es cool aussieht, wie ich finde, die Optik macht schon was her. Es ist stabil gebaut, so ein bisschen klein, bullig, jetzt nicht panzermäßig, aber das Teil, wenn man einen guten Freund hat, dem man ein gutes Taschenmesser schenken möchte, also lässt man den 42A jetzt mal ausgeklammert, womit gearbeitet werden soll, was stabil sein soll, aber man möchte jetzt nicht Unmenge an Knete ausgeben, dann wäre dieses Modell eine absolute Empfehlung in meinen Augen. Würde ich sofort weiter verschenken. Klingenstand perfekt. Wie ich schon sagte, da wackelt nichts. Die Action ab Werk, der knackige Detent wieder voll abgeliefert. Durch den Klingendurchbruch lässt sich das Messer bzw. die Klinge, die auf Kugellagern läuft, ganz easy aufflicken, aber auch kontrolliert und langsam geöffnet. Funktioniert ganz wunderbar. Jo, das ist einmal mehr in meinen Augen absoluter Preis-Leistungskracher. Bekommt eine ganz, ganz klare Kaufempfehlung von mir. Ja, wenn man wieder auf der Suche nach einem neuen Spielzeug ist und ein bisschen Spielgeld über hat, dem sei das Teil ans Herz gelegt, wenn man dann auf diese abgefahrene Optik steht. Ich find's ganz cool, ist mal was anderes und die Qualität spricht absolut für sich. Ja, wie gesagt, wer die G10 Kubi-Modelle kennt und die mag, der wird hier nicht enttäuscht werden. Jo, kurze knackige Vorstellung zum Geo2101D. Ja, cooler Stachel. Ganz kurz noch ein Größenvergleich. Hier das Bugout von Benchmade. Minimal länger, aber auch nur ein paar Millimeter. Da habt ihr die Gesamtlänge dann schon mal gut im Auge. Halt das Bugout deutlich leichter und dünner aufgebaut. Dann noch das Spyderco UK Penknife. Das ist minimal kürzer, aber da habt ihr so die Dimension ganz gut im Blick von diesem Modell. Und nochmal ein Large Griptilian, das nochmal deutlich länger. Aber wenn man beide in die Hand nimmt, rein von der Stabilität, hat man nicht das Gefühl, dass das GeoKnife dem Benchmade in irgendwas nachsteht. Wirklich ein cooler Stachel. Jo, in diesem Sinne, all knives are great, bleibt gesund, peace, ich bin raus.